Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Pokémon Legenden Arceus. Im letzten Mal wurde Arcani sauer. Wir haben die Banditenschwestern verprügelt, wie sie es verdient haben. Und jetzt ist es an der Zeit, Arcani zu helfen. Ja, keine Sorge, ich werde ihn retten. Okay. Auf Lichtbündelung muss ich achten. Dann macht er einen heftigen Angriff. Ein wunderschönes Arcani. Das ist immer ein lustiger Kampf. Also, diese Art von Battle. Aua, das hat wehgetan. Oh, der ist Level 36, sehe ich gerade. In die Lava sollte ich definitiv nicht. Der zieht ja nicht mal auf mich. Oh oh. Bitte schieß nicht damit auf mich. Los, Aquana! Das ist dein Battle! Ich bin mal sogar schwächer als der Gegner. Das kam auch schon lange nicht mehr vor. Aber Aquana sollte das trotzdem schaffen. So, mit Nassschweif. Ham. One Hit. Easy. Einfach drauf. Richtig easy. Sag dich und verreck hier fast. Okay, ich muss aus der Ecke raus. Bin noch ausgewichen. Darf nicht komplett an ihm dran stehen. Konnte ein bisschen erholen. Geschafft! Arcani wurde beruhigt. Diese Form von Arcani finde ich auch richtig cool, ne? Easy going! Das Licht um Arcanis Körper ist weg. Ja. Ach, richtig easy. Ich sehe bei mir auf dem Timer nicht mal 5 Minuten. Also diese Bosskämpfe gehen halt echt schnell. Wo hat Arcani aus dem Himmel raus auf einmal die Feuertafel her? Da liegt Arceus. Jetzt ist er der große Bruder. Das zweite Arcani lebt noch. Nein, doch nicht. Es wacht nur über seine Kinder. Ist ein bisschen schade, ne, wenn man sich von einem geliebten Pokémon trennen muss. Ich denke mal, das war auch als Vulkano stärker als du. Ich glaube, Arcani will bei dir bleiben.
Suzuki, du musst auf jeden Fall mal ein bisschen am Mut gewinnen. Nee. Ist nicht gerade schwer, die Angst einzujagen, ne? War easy. Ein bisschen doof mit dem Ausweichen, weil kaum Platz da war, aber ansonsten war es easy. Wir haben jetzt schon den dritten Boss besiegt, ne? Und laut dem einen Teil da, das ich gleich zeige, gibt es, glaube ich, nur fünf Bosse. Beziehungsweise sechs. Arceus könnte ja eventuell auch einer sein. Das Vulcano hat was Schlimmes erlebt. Nee. Das stimmt nicht. Du hast mir mit den Ruhegaben geholfen. Natürlich. Machst doch bisher alles richtig. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, und dann kann ich dich wieder fertig machen. Du solltest dir mal mehr als ein Pokémon zulegen. Es ist nicht schwer, einen Pokéball zu werfen. Ja, das war halt wirklich easy, ne? Eine Frage. So, und ich glaube, damit habe ich die Vulkaninsel, was das Innere angeht, fertig erkundet. Eventuell mit einem fliegenden Pokémon könnte man noch darauf. Da kommt 100 Poder irgendwann. Aber ansonsten gibt es jetzt hier nichts zu holen. So, und hier meine ich. Nur noch zwei Pokémons fehlen. Dann haben wir alle Bosse besiegt. Ich weiß nicht, wie es um eine Afterstory aussieht, aber je nachdem mache ich die eventuell auch nicht. Wenn die Afterstory jetzt hier 50 Stunden beispielsweise in Anspruch oder 30, das wäre mir zu viel, das würde ich da nicht machen. Sage ich frei heraus. Hier, nimm den Pokéball, Larven. So, hier nochmal die Liste, welche Pokémon ich alle gefangen habe. Ich wollte das einfach nochmal eben kurz abgeben. Diese Punkte, die kann man halt auch so easy leicht sammeln, ne? Es ist wirklich easy, diese Punkte zu sammeln. Hatte ich nicht gerade was gehört? Oh, wieder haufenweise Nebenquesten. Ah, die will nur Materialien. Was willst du denn haben? Frische Zutaten. Oh, Noctilary. Das würde ich dir gerne fangen. Oh, sie wird den vollständigen Pokédex-Eintrag zu den Octalary. Ja, da kann dauern. Ich soll jetzt erstmal zur Galaktik-Expedition. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Danach haue ich mein Geld eh dafür aus, meine Tasche so weit zu erweitern, wie es nur geht. Das ist halt der Hauptgrund, wofür ich überhaupt das Geld sammle. Oh, ich kann es mir nicht mal leisten. 14.000 kostet die Erweiterung. So, hier gibt es ein paar Nebenquests zu mitnehmen. Der Geschmack von Honig. Ist wahrscheinlich auch easy erledigt. Unten ist auch nochmal eine Nebenquest, die holen wir natürlich.
So, was für ein Kraut wird's denn überhaupt? Blaue Ranken. Warte mal, das habe ich doch. Tangela. Kann ich dir direkt zeigen? Das ist doch kein Kraut. Du willst jetzt bestimmt den ganzen Pokédex-Eintrag, oder? Nee. Guck mal, eine Nebenquest easy erfüllt. Ich glaube nicht, dass ich die Ranken abgeben würde. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Tangela freiwillig seine Ranken abgibt. So, kommt jetzt direkt das nächste Gebiet, wenn ich jetzt hier zu dem Expeditionsleiter gehe. Nö, dem Boku. Ja, das ist ein Kobalt-Küstenland. Das ging sogar recht schnell, ne? Wenn ich das mal mit allen anderen vergleiche, waren, glaube ich, nur so drei Parts. Das ging halt wirklich, wirklich schnell. Selbst ausgehen, ich habe da nichts wirklich gemacht. Ja, die Insel ohne König haben wir erledigt. Und dafür geben wir uns wieder Reisbällchen. Meine Kartoffeln haben heute eine leicht andere Note. Oh, sie wurde in den Flammen eines Pokémons geröstet. Hoffentlich in Arcadis Flammen. Ja, das war ein schöner Moment. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ein tolles Sprichwort. Ich frage mich halt, wie das nächste Gebiet aussieht. Das würdet ihr aber wirklich erst beim nächsten Mal sehen. Ich werde noch alle Nebenquests hier annehmen und die, die ich direkt erledigen kann, die mache ich auch eben. Was ist denn das für ein Heini? Danke. Ich werde im Büro erwartet. Wo ich auch direkt bin. Muss nicht mal laufen. Im Kraterberg Hochland. Der Kraterberg, an den habe ich noch gute Erinnerungen. Oh, Explosion, nein. Die Lady hält keine auf. Ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, welcher du in der heutigen Zeit wärst. Tsubaki, genau deswegen bin ich doch hier. Das ist die Wächterin vom Elektroball. Ich bin doch keine halbe Portion. Ich kann mehr als ihr alle. Ihr seid alles Pfeifen. Die Frau hält halt keine auf. Danke, Tsubaki. Jetzt muss der Sicherheitstrupp viel härter arbeiten und kann nicht mehr schlafen. So, ist das jetzt ein komplett neues Gebiet? Also, ich finde es ja interessant, wie schnell man dieses Spiel hier durchkriegt, ne?
Ja, ich bin der beste Pokémon-Trainer, den es hier weit und breit gibt. Ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass es in dem im Kraterberggebiet dem Flugbegleiter gibt. Ich weiß, dass es einen gibt, weil ich den Trailer gesehen habe. Das ist ein Carpador. Es ist unfassbar cool. Es ist das beste Pokémon, das es gibt. Wieso haben sie den Carpador als ihr Wappen genommen? Den vollständigen Eintrag zu einem Carpador. Okay. Was willst du mir noch erzählen, Diam? Oh, du willst gegen mich kämpfen? Warte. Ich muss das richtige Pokémon auswählen. Du kämpfst nämlich mit einem Volibourba. Dann kämpfe ich nämlich mit Staraptor. Damit Tsubaki sieht, wie gut ich bin. Alter, ich will diesen Volibourba doch so was von wegrecken. Warum ist da auch ein Evoli? Ist das Evoli ein wildes Pokémon? Wenn ja, wo kommt es auf einmal her? Ich mache erstmal Evoli eben schnell fertig. So, Luftschnitt, Evoli ist weg. Bevor es mir auf den Keks geht. Volibourba ist das eigentliche Problem. So, Windschnitt. Luftschnitt meine ich. Entschuldigung. Ein paar Zuschauer schon getriggert. Seht ihr, wie leicht das ist? Ruckzucki. Also, wenn die sich nicht mal angewöhnen, mehr Pokémon zu nutzen, warum können eigentlich mich manchmal gefühlt 6 Pokémon gleichzeitig verprügeln? Es ist halt easy, die Pokémon-Trainer alle zu besiegen. Im Übrigen, das finde ich so nice an dem Spiel, dass ich nicht 10.000 Pokémon-Kämpfe machen muss. Gegen einen Trainer. Ja, ich habe deinen Anführer gerade easy peasy eben kurz fertig gemacht. Auf dem Platz ist auch noch einer. Diese Tsubaki, die vertraut, glaube ich, keinem. Hallo. Okay, wir müssen die Mission noch besprechen. Das können wir aber beim nächsten Mal machen. Oder? Nee, muss ich jetzt noch. Ja, das nächste Erkundungsziel ist das Kraterberg-Hochland. Welcher wird mich denn als nächster verprügeln? Also auf welchem Level wird das Elektroball sein? Ich werde mich mit der beim nächsten Mal treffen. Ich nehme jetzt noch die ganzen Nebenquests an, mache, was ich machen kann. Ich verabschiede mich hier jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Ein Abo dalassen, ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.